Das ist das Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Das ist die Straße. Das die Wohnung. Hallo, ich heiße Niki und ich präsentiere euch heute. Meidling ist der 12. der 23 Wiener Gemeindebezirke. Er hat vielleicht einen nicht so guten Ruf bei vielen Wienern, aber ich denke, er ist trotzdem ein sehr schöner Bezirk und genau das möchte ich auch heute in diesem Video übermitteln. Wir befinden uns jetzt hier in der Wohnung von Mama Niki. Hier habe ich den Großteil meines Lebens verbracht. Von hier aus werden wir uns an Orte teleportieren, die ich, wie ich hier gewohnt habe, am öftersten aufgesucht habe, falls ich mal die Wohnung verlassen habe. Aber bevor wir gehen, möchte ich euch noch unbedingt eines der coolsten Sachen, zumindest meiner Meinung nach, an dieser Wohnung zeigen. Ganz genau schaut, kannst du sogar meine Schule sehen. Wir schauen uns jetzt den ersten Ort an, an dem ich relativ viel Zeit verbracht habe, als ich noch hier gewohnt habe, nämlich den Megazi-Platz. Der Megazi-Platz ist einfach ein Platz um meine Kirche herum, aber relativ nah zu meinem Zuhause, deswegen habe ich dort auch im Sommer gerne meine Zeit dort verbracht. Schauen wir hin! Beim nächsten Ort werdet ihr vielleicht meine Wiener jetzt aufschreiben und sagen: Hey, das ist gar nicht Meidling. Aber wenn ihr auf Google Maps schauen würdet, dann würdet ihr sehen, dass Teile davon in Meidling sind und deswegen inkludiere ich es auch in mein Video. Ich rede nämlich von Schönbrunn. Schönbrunn ist eine der größten Grünflächen in Wien und wenn ich mal genug von Grau in Grau hatte und gerne Grün in Grün hätte, bin ich dort hingefahren oder auch hingegangen, weil es wirklich nicht weit von mir zu Hause ist. Nur meine Allergien haben mir ab und zu Probleme dort bereitet. Schönbrunn kam auch schon in einem Video vor, nämlich in dem hier. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte, deswegen sage ich, verschwenden wir keine Zeit mehr und... Ich muss euch nur kurz aus dem Flow reißen, denn ich möchte euch etwas ziemlich Cooles zeigen, also kommt mit. Es gibt hier einen Baum, der ziemlich gut versteckt ist. Und das, weil er einen riesen Schatz in sich trägt. Schaut, kommt mit. Psst, das darf niemand sehen. Das ist ein Baum, der hat hier eine Öffnung. Und in dieser Öffnung waren, schauen wir, ob es jetzt anders ist, früher immer eiskalte Biere. Die Info hatte ich von einem Freund, ich werde nie drauf kommen, das ist einfach irgendein Baum hier in Schönbrunn. Schauen wir, ob dieser Bierkühlschrank noch immer aktiv ist. Das war natürlich fake. Ich wurde nicht gebissen, aber es gibt auch leider keine Biere mehr. Wir haben zwar immer wieder Biere nachgefüllt, damit wir nicht ganz so asozial sind, aber ich glaube, sie haben es dann doch gelassen. Schade. So, der nächste Ort ist ein geheimer Ort. Okay, also während ihr das jetzt schaut, müsst ihr die ganze Zeit machen, okay? Ich sag das wieder eurer Mama, eurem Papa, euren Freunden, keiner. Das ist zwischen uns beiden, das darf keiner wissen, okay? Das wurde mir damals im Vertrauen gesagt. Und ich würde sagen, schauen wir ihn uns einfach mal an. So. Hier. Hoppala. Hier gibt es einen Automaten, ne? Und bei dem Automaten gibt es eine Taste, die heißt leer. Aber ein großes Geheimnis ist, die ist gar nicht leer und ich werde jetzt zeigen, was man da bekommen kann.
Ein eiskaltes Otterkringer. Diese Folge soll keinesfalls eine Bierwerbung sein, auch wenn es vielleicht so wirkt. Es ist nur eine lustige Geschichte hinter den ganzen Automaten. Ich habe nämlich mal den Besitzer kennengelernt und er hat mir die ganze Entstehungsgeschichte erzählt. Und ja, ich war relativ häufig da. Mama, ich war nicht häufig da. Der letzte Ort, an den ich euch gerne entführen würde, ist der Meidlinger Markt. Der Meidlinger Markt ist ein etwas kleinerer Markt, auf dem es alle möglichen Sachen gibt, von Gemüse, Fleisch, Käse, was auch immer, Fisch. Aber kleiner Funfact, in all meinen Jahren hier war ich nie am Meidlinger Markt eine Fahne ersteiger. Ich war nur in so kleineren Lokals und Restaurants am Meidlinger Markt was essen und trinken. Dennoch finde ich, dass er einen gewissen Charme hat und ich finde, es wäre kein Video über Meidling, wenn der Meidlinger Markt nicht darin vorkommt. Deswegen, genug geplappert, schauen wir ihn uns doch einfach an. Meidling ist super. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wie gefällt euch die neue Videolänge? Ich versuche die Videos jetzt länger zu machen, weil ich das erstens gerne möchte und zweitens auch schon von ein paar Leuten gehört habe, dass ich sie länger machen soll. Das ist jetzt die nächste Herausforderung, die wir haben. Nämlich die Videos ein bisschen länger machen, ohne dass sie langweiliger werden. Folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken, Facebook, vor allem Facebook. Mein Facebook-Game ist noch nicht so strong. Auch Instagram und Snapchat, obwohl auf Snapchat bin ich eh ein toter Mann, da wird sie nicht viel von mir hören. Ich lasse jetzt noch ein paar Random-Shots von Meidling laufen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.